Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das 18 Bundle von Bad Moms J. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 18 von Bad Moms J, das Ganze am 25. September erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debüt-Release, die Debüt-EP von Bad Moms J. Wir haben hier ein Bundle, ein Vinyl-Bundle, bestehend aus der Vinyl natürlich, dann einem Shirt, einer Visitenkarte, die ist unterschrieben, und einem Armbändchen. Ja, die vier Inhalte haben wir hier. Das ganze Bundle ist auf 1500 Stück limitiert. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Als erstes starten wir natürlich mit dem Tonträger, in diesem Fall mit der Vinyl. Wir werden mal die Folie aufschneiden und uns das Ganze ansehen. Einmal hier der Länge nach durchziehen. Wunderbar. Aber ich werde jetzt generell mal die Folie hier aufmachen. So. Und so sieht das aus. Also rein so, wenn man das Cover sieht, hier dieses knallige Rot mit diesem großen 18er hier in der Mitte, dann muss ich ehrlich sagen, würde ich eher so auf andere Sachen schließen als Musik oder eine EP. Aber in diesem Fall ist hier wirklich nur Musik drin, nichts anderes. Wir haben hier einen weißen großen 18er, darunter Bad Moms J, also die Interpretin. Auf der Seite haben wir das auch nochmal, also Interpretin plus EP-Titel. Recht klein, aber ich hoffe, man kann es vielleicht doch erkennen. Und auf der Rückseite ist das Ganze mit der Tracklist beschriftet. Auf der A-Seite haben wir drei Tracks, dann nochmal drei Tracks auf der B-Seite. Dann natürlich hier wieder die Beteiligten, die Logos und so weiter und ein Barcode. Gut, dann schauen wir ins Innenleben. So sieht das aus. Das ist die Vinyl, kommt hier in einer bedruckten Hülle und mehr gibt es hier nicht. Nein, die Hülle ist leer. So, also wir haben hier keine klassische weiße oder schwarze Vinylhülle, sondern das Ganze wurde tatsächlich hier bedruckt, farbig. Wir haben hier die Interpretin mit den bekannten roten Haaren und auf der Rückseite ein weiteres Foto. So sieht das aus. Ja, also beide Seiten hier mit Fotos gestaltet. Die Vinyl an sich kommt hier, wie zu erwarten bei dem Cover, in einem knalligen Rot. Jawohl, so sieht das aus. Im Zentrum, ups, drehen wir einmal um. So, jetzt haben wir es richtig. Haben wir dann auch wieder die Tracks. Also A-Seite mit drei Tracks. Und auf der Rückseite die B-Seite mit den weiteren drei Tracks. Also insgesamt sechs Tracks hier auf dieser EP. Die Vinyl in diesem knalligen Rot. So, dann packen wir die wieder zurück in die Hülle. Was mir jetzt auch gerade auffällt, ist, dass hier das Cover, nein, hier unten nicht, aber der 18er, der ist hier wirklich geprägt. Also den kann man hier spüren beim Angreifen. Das ist hier entsprechend geprägt worden. Als nächstes haben wir hier ein Shirt mit dabei. Und zwar ein Shirt in der Größe L. Es gab meines Wissens zwei Shirts, also zwei Shirtgrößen zur Auswahl. Einmal L, einmal XL oder XXL. Auf jeden Fall sind beide recht groß, weil auch das L hier so, ja, etwas größer ist, etwas super size beziehungsweise sehr locker sitzt. Ja, also da passt man auch, glaube ich, als Mann mit einem L ohne Probleme rein. Hier in der Brustmitte oder im Brustbereich lesen wir hier wieder den Schriftzug Bad Moms J. Ansonsten alles in weiß. Die Rückseite ist ebenfalls bedruckt, sogar deutlich mehr. Und zwar lesen wir hier 18, dann auch nochmal die Zahl, dann wieder Interpretin und hier dann nochmal Special Delivery Limited Piece 2020 bei Donna Roma Perez. Gehen wir davon aus, dass die eventuell das Artwork gestaltet hat oder das irgendwie hier designt hat. Und bei diesem Shirt
haben wir es zu tun mit einem Souls Regent in der Größe L. Wie gesagt, L und ich glaube XXL war zur Auswahl. Und das Ganze ist, wo haben wir es denn? Sehr schwer zu lesen hier. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen und kommen zu den beiden letzten Inhalten. Und zwar haben wir eine Visitenkarte, die kommt hier in diesem klassischen Format, in Rot und Weiß. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir hier noch eine Unterschrift. Also das wurde hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Ein Herzchen gibt es auch noch oben drauf. Die ist echt schwer für eine Visitenkarte, noch echt stabil, weil man, ja, oh ja, man sieht das hier. Es ist wirklich so, als wären hier so zwei Visitenkarten zusammengeklebt worden und in der Mitte dann auch noch so ein roter Streifen. Also die ist sehr dick, sehr stabil, ist echt wie so ein etwas dickerer Karton. Die hält was aus. Und der letzte Inhalt dieses Bundles ist das hier. Kommt in so einer kleinen, in so einem Druckverschlussbeutel. Und zwar haben wir hier ein Armbändchen. Wie so ein klassisches Festivalbändchen, man kennt die. Sehr lange in diesem Fall. Komplett hier wieder mit dem Schriftzug bedruckt, in Weiß und Rot. Also weißer Untergrund, rote Schrift. So sieht das aus, beidseitig. Dann haben wir hier so ein Plastikteilchen, das ist der Verschluss. Bedeutet, man kann sich das Ganze dann, wir werden mal kurz hier das simulieren. Man kann sich das hier entsprechend um den Arm legen und dann am Ende mit Hilfe von diesem Plastikteil dann eben hier so einfädeln und dann die Größe individuell anpassen, je nachdem, wie man das für sein Handgelenk möchte. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Armbändchen hier mit dem Verschlussteil, so Festivalbändchenmäßig. Dann haben wir diese Visitenkarte hier in Rot und Weiß mit der Signatur, mit der Unterschrift hier. Dann das Shirt in der Größe L, wie gesagt, sowohl vorne als auch hinten bedruckt. Das Ganze gab es auch noch eine Spur größer. Und dann haben wir auch noch natürlich die Debüt-EP an sich, die Vinyl Edition zur EP 18 mit insgesamt 6 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle 18 von Bad Moms J. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Bundle bzw. der EP? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bad Moms J unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.